Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur NHL 19, zur Saison mit den Bozner Füchsen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und in der letzten Folge haben wir gesehen, ein Wahnsinnsspiel mit zwei Overtimes. Ja, ich bin auch noch in der Vorproduktionszeit. Ich habe jetzt einmal sicher eine halbe Stunde, habe ich mich jetzt einmal vors Haus ausgesetzt. Bei Puls ist mir so geschlagen, ich steige wieder so ein bei solchen Spielen, das ist brutal bei mir. Ja, wir haben heute das vierte Spiel gegen die Wiener Capitals. Ich hoffe, dass die Wiener uns gerade halbwegs gut spielen so leisten, als wir in der letzten Folge. Das war ein Wahnsinn. Das war ein Wahnsinn, das Spiel. Es hat sogar das getoppt, das Spiel wie mit Salzburg gegen Bozen, die Overtime in der Vorrunde. Also das war echt brutal. Ich bin ein bisschen gehypt. Aber ich will jetzt endlich wissen, wer in meiner Saison Meister wird, deswegen muss ich weiterspielen. Wir spielen in Wien, das soll gleich vergessen dazu zu sagen. Wien, ihr Heimpulli. So. Strafzeit, Bozen ist so zack. Loose, couldn't get through. Perfectly on his stick in that pass from the left wing. Takes a shot. Well done with that pass. Die Bärte werden jetzt länger. Bei den einen oder anderen. Tough call. He was trying to play the puck, but he tripped up the attacking player. The Capitals have practiced the power play feverishly this week. Let's see if it pays off. So their first power play gives them a chance to get one on the board here. Final the penalty. 3 minutes, 28 seconds. Using the point. A point hammer shot. So blocked for Bozen. Good blocked for Bozen. Bozen is in puckbesitz. Bozen is in puckbesitz. Aber schafft es nicht. Fang so. Aber Wien schafft auch kein Tor zum Schießen. Im Moment. Der Mercedes wird verschreien. Und den spielen die. Die wird 4 zu 0 Playoff-Spiel mal hinbringen. Das war schon mal cool. And he gains the zone. Brings a shot. What a save. The shooter thought he had a chance, but the goaltender robs him. What a stop. Breaks away. Save. Drives behind. Puck picked up here. It'll come free, but not without a lot of work. The Capitals' power play let him down at a very important time. Ziemlich weit weg vom Torpfosten. Wir müssen jetzt ein bisschen Ruhe einbringen. Ich muss jetzt ein bisschen beruhigen, dass ich ein schönes Tor schießen kann. Taugt mal, ich sitze mit einem Grinser da. Critical face-off win at that point. Feeds the point. Ich hätte jetzt auch nichts gesagt, wenn ich jetzt im letzten Spiel Wien gewonnen hätte jetzt nichts gesagt. Also das war dann verdienter Sieg gewesen. Takes that pass in the corner.
shoots. Terrific point-blank save. Not often you're all alone in front of the goaltender from this area of the ice. Great save. Puck loose, now picked up. Vienna's in possession now as they move up the wing. So? In the slot. Terrific save. Terrific opportunity. Gefährlich. An unserem Tor ist gefährlich, wenn die Wiener sind. Nice face-off work. Müssen den Puck wegbringen auf unserem Tor. Jawohl, über die blaue Linie sind wir schon einmal. Side to side they go, trying to generate something. Beside the line. Takes that pass from the other point man. Driving toward that net. Oh, what a stop. How does he even think to make a save? Das war die Chance gewesen, wenn wir ein bisschen besser zusammengestanden waren, pushen. A shot. He missed the net. Hit the net. The puck is in the middle of the ice. You've got to get it on the goal. Moves it to the barrier at center ice. Fires. Got in front of another one. Now that's a timely save. A beautiful one. He had a great chance, but he has just missed the net. A shot. Outstanding save. What magic even to get there and get the shot off. They took that draw and won it. Gets that one on across. Shot wide with the shot. Went to the backhand. Oh, and he missed the net. Geht auch nicht. Period number one has been completed. Neither team got scoring. Some chances, no success. Auf geht's ins zweite Drittel. Ich bin gehypt, Werkwink. First period has been played. Das sind aber die Playoffs, was mir dann gefällt. So brutale Spiele als in der letzten Folge. Ich weiß, ich wiederhole mich. The second period is underway. The probing will begin, and maybe we will see a goal scored. Haven't seen one yet. And the pickup. Ja, verschlafen haben wir's. Wir haben's verschlafen. Aber nicht den. Aber den haben wir verschlafen. Nicely received at the point. Save. Takes it up near the boards. Aber Wien schläft da ein bisschen gegen uns. Hätte da wieder eine schöne Chance gehabt. The Capitals with possession in the neutral zone. And angled to Letestu. And decides to just cover it up and get the whistle. Vienna's got that face-off win. Passes to the slot. Schauen wir mal. Great pass ahead. Breakaway. Jawohl. Ja, Putz macht das erste Tor. Bin ich schon ein bisschen ruhiger für die Spiel, meine Sportsfreunde. Wir haben schon mal ein Tor. Unsere Nummer 18. Unser Anton. It's always fun to have a little success on your birthday. He's able to tuck a goal in, and what's kind of funny, guys, he'd been telling his teammates about this morning, and they said, well, why don't you go get yourself a present, score a goal. Number 20, Manny Kuperainen. Time of the goal, 7 minutes. It picked up. Vienna's shifting gears as they travel through center ice. Gains that offensive line. Shoots. Save. Nice play with the stick. Nothing more will come. Der Matti. Bock das? Shot, score! Jo, irgendwann hat er Tor geschossen, aber ich weiß nicht, wie es gegangen ist. Ich hoffe auf die Wiederholung. Ist der Matti gewesen oder? Der Markus.
When you're in the low slot and a puck's on the backhand, you got to react quickly. Ich weiß nicht. Not many guys shoot the backhand very well. That was an excellent shot. Quick release beats the goaltender. Ich muss mal jetzt in der Sofortwiederholung schauen, wenn ich Sportsfreunde ist. Hier ist der Puck. Nein, rückwärts. So, da ist der Puck. Geht da um mich. Wie hat er das gemacht? Zack. Ah, okay. Alles klar. Muss man das einfach schauen, wenn ich das nicht verstehe. Both by one team. Neutralized face-off win. Scored by number 23. Assisted by number 20, Matty Kuparainen. And he picks it up. Time of the goal, 10 minutes, 59 seconds. The Capitals along the board, skating at mid-ice. Moves it to the corner. Quick wrister! No! Challenge the goalie, hit the net. Man, that bugs me. Recollects it. He's right in! Terrific save with no reaction time whatsoever. Jetzt bin ich schon noch viel beruhigter. Jetzt spüre ich ein bisschen entspannter. Es kann doch nicht sein, dass Fehler passieren, aber ich spüre schon mal entspannter. Und taken over again. He's got that pass off the right wing and can move ahead. Gets in and he'll look over his options. Got it in his own end. Ich fühle mich auch nicht siegesicher. Nach dem letzten Spiel fühle ich mich gar nicht siegesicher. Ich habe auch eine Angst, dass Wien nochmal im letzten Drittel Feuer auftrat. Two periods are in the books here, and so one more to go, and maybe overtime, but it's been an entertaining first two. So, letztes Drittel im Halbfinale. Wenn alles gut geht, steht Bozen im Finale. That rush is broken. Und wenn Innsbruck gut ist, dann gewinnt's. Shoots. Terrific save there. Didn't look like he had anything to shoot at, and he made it tough. Looked like the net was open for a second, but he shut it down. Right to the point. Chip the Clark. Presses that attack. Puck at the point. Point to point pass. Out at the blue line. Sends it back the other way. They're getting ready to strike. Threatening an attack. Oh, a close call there. Setting it up. Swung back to the point. Possession in the zone. Collected at the boards. To the half wall. Hangs onto it. Throws it in front. On the half boards. Chips it back. They're getting all organized now. Dishes it back. Looks to make a play. Intercept. Aber jetzt hat 60, jetzt trat Wien nun mehr auf. Takes that point pass. Receives that pass from the other side. Offside. Neutral zone face-off coming up. Können wir schauen, wo die Gegner sind. Ist gut. Es ist gut, dass Wien nun mal da auftrat. They've got the draw. Dann war es der HP, dass er nicht schlafen darf. Broken stick couldn't take it. Gets a little drop off from the goalie here. Two guys together with force. Big force. Even when the puck's on your stick, you better know where everybody is on the ice. The Capitals have it along the side at mid-ice. A shot. Great glove save, and he keeps it. Into the end of attack. Shot came from scores. Three straight goals. Der Matti hat's gemacht, oder?
unsere Nummer 20, der Matti. Ich war, also wenn es vom Bozen wäre, wäre ein Trikot gekauft, hat immer es von Matti. Die Nummer 20, da immer gehabt. Also ein Bozener Fan kann man das gerne mal reinschreiben, ob man, nicht, ob man sich die dann die Nummer aufgedrucken lassen kann von die Spieler, weil ich habe aber nur im Internet die Blanco-Trikots gesehen. Right across the rink and on the tape. That one is pointed to him. Right next to the line. Shot, outstanding save, difficult opportunity. So, was sagen wir jetzt geschaut von Matti? Fällt mir jetzt kurz auf, oder? Oder bist du geschaut? Na, ich glaub nicht. Short. Good face off win. Takes that pass from the other point. Approaching the final minute in this game. Shoots. Wow, what a glove save. Hangs on to that one for a stoppage in play. Nice face off win. Gives it on a cross from the point. Gives it to the point. The UPC Vienna Capitals keep the play going. And it's driven away again. Good lead pass ahead. A shot hung right over him and couldn't get it past. His perfect positioning allowed him to shut down that chance. Tries to get it outside. Wir sehen den Finale! But more ahead for the winners. Aber gut gespielt von der Wiener KI. Nur das dritte Spiel hätte ich mir jetzt im vierten Spiel gewünscht, eigentlich, dass das so gelaufen war. Aber gut gespielt von der Wiener Capitals KI. Hat mir richtig taugt, das hat mir jetzt so richtig taugt. The traditional handshake is underway. The tournament moves along with even more promising matchups in the future. Don't miss those. For Eddie Olczyk and Ray Ferraro, Mike Emmerich saying so long for now. Das war richtig gut. Das war jetzt ein richtig gutes Treffen. Das dritte Spiel hat mir da am besten gefallen. Also meine Meinung ist, das dritte Spiel mit den zwei Overtimes war das Beste, meine Sportsfreunde. Das ist, da kriegt man, da, das war einfach das Beste. Das war einfach das Beste. Aber wir stehen im Finale. Tage simulieren. Jawohl. Jawohl. Die Playoff-Runden sind abgeschlossen. Simulation anhalten. Finale. Wir schauen uns das Finale an. Das Playoff-Finale. Der ehemalige Vizemeister. Na, der ehemalige Vizemeister. Der amtierende Vizemeister Red Bull Salzburg gegen den Meister Bozen. Wie im letzten Jahr die gleiche Paarung. Das bringt mich zu einer kleinen Geschichte.
Das bringt mich zu einer kleinen Geschichte, und zwar in München war es auch einmal so. Haben wir 2 Saisonen das Finale Wolfsburg gegen München gehabt. Und das ist jetzt gerade eine virtuelle Simulations Saison. Aber ich find das cool. Ich hätte halt auf Innsbruck gehofft. Ich kennst mich, ich hätte auf Innsbruck gehofft, ein Tiroler Playoff Derby, das war natürlich gewaltig gewesen. Das wäre natürlich entsprechend super gewesen. Aber wir haben jetzt halt das Aufeinandertreffen aus dem letzten Jahr. Gefreut mich. 4 Spiele, dann sind wir Meister. Na, schauen wir mal. Ich hoffe, dass Salzburg Gas gibt und dass wir da richtig, richtig viel zum Kämpfen haben. Ich hoffe, ich hatte der Spieltag gefallen, meine lieben Sportsfreunde. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer will, kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues versäumt. Und dann wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Spieltag einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne Nacht, einen recht schönen guten Morgen, liebe Sportsfreundin, lieber Sportsfreund. Je nachdem, wann das du dieses Video schaust, vergisst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wer ist da draußen doch? Wahre Sportsfreunde, und man kann auch mit uns normal über ein Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, meine lieben Sportsfreunde, und vor allem, was viel wichtiger ist, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!